Guten Morgen und willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Heute steht ein bisschen mehr an als sonst, denn meine Schwester ist im Urlaub und dann reite ich ihr Pferd. Und versorge auch ihr Pferd komplett. Ja, da freue ich mich richtig drauf, aber genauso muss Cisco auch geritten werden und ich muss heute Morgen zum Reitsportgeschäft und Hafer kaufen, denn wir haben gar kein Hafer mehr. Ja, das steht an und bin mal gespannt. Heute Abend unternehme ich auch noch was, aber ich bin mir noch nicht so sicher, was. Sehen wir ja dann. Also, bis später. Hast du gut geschlafen? Ich glaube auch. Du kannst den ganzen Tag weiterschlafen, ne? Kannst du den ganzen Tag weiterschlafen? Oh. Ups, umgekippt. Komm her. Oh, er ist noch richtig müde. War das so anstrengend zu schlafen? Wir sind nämlich eigentlich schon ein bisschen länger wach, aber er hat sich wieder hingelegt und weitergeschlafen. Da ist Emma auch. So. Ne, Emma? Bin ich jetzt schon voll mit Hundehaaren von dir? Sehr schön, hast du gut gemacht. Guten Morgen, mein Schatz. Du. Viele haben auch immer gefragt, ob Cisco gar keinen auf der Weide mit hat, aber das ist Dodo. Hallo Dodo. Er geht auf alle Fälle immer zusammen mit Cisco auf die Weide. Und Cisco ist noch müde. Und ihr seid beste Freunde, sag mal. Und du hast Hunger. Guten Morgen, Cisco. Pferde sind jetzt versorgt und jetzt sind die Hunde dran. Die haben nämlich auch ordentlichen Hunger. Der Kater hat schon was bekommen, also es fehlen nur noch die Hunde. Ich habe hier gestern richtig schön gefegt, aber irgendwie sieht man davon nicht mehr viel. Ich will versuchen, dass heute Abend noch das Video online kommt, weil ich mich echt an den Plan halte, jeden zweiten Tag ein Video hochzuladen. Nur das hatte einen Fehler, als es gerendert wurde und ja. Deswegen verbessere ich das jetzt gerade alles und hoffe, dass es heute noch online kommt. Ich kann euch ja mal zeigen, was ich mir alles bestellt habe. Einmal eine roségoldene Küchenwaage, genauso wie ganz, ganz viele graue Handtücher. Dann hier Tassen von H&M. Und ich finde, die sehen ganz cool aus und die sind schwarz matt. Dann von H&M so ein Behälter aus Stein. Dann habe ich mir so einen Zahnputzbecher bestellt und eine Freundin hat mir roségoldene Messer mitgenommen. Ich bin jetzt auf dem Parkplatz und werde mich jetzt schnell in die Stadt begeben und einmal zu DM gehen, denn ich brauche ein paar Sachen und ja.
Das war es dann auch schon. Und vielleicht gucken, ob ich irgendwas zu frühstücken bekomme. Denn es ist wieder 10 Uhr und ich habe nichts zu frühstücken. Ich bin halt auch so ein Mensch, ich muss morgens erstmal was machen und ich habe noch nicht so viel getan. Normal müsste ich morgens direkt die Boxen, aber dafür hatte ich heute keine Zeit. Ja, deswegen habe ich auch noch keinen Hunger. Ich war noch kurz bei H&M drinne und die fangen an, auf Herbst umzustellen. Ich mag den Herbst nicht besonders gerne, aber ich liebe einfach Herbstklamotten und Herbstschuhe und Schal und Jacken und alles kuschelig warm. Oh. Und dann habe ich bei H&M mir Schuhe gekauft. Es war nicht geplant, deswegen musste ich auch eine Tüte kaufen. Trottel. Aber die sehen so aus und haben hier einen Reißverschluss. Ich mag die, die sind richtig toll. Das sind so richtig schöne Herbstschuhe. Obwohl ich meistens immer Schuhe ohne Absatz trage, weil dann bin ich halt noch größer. Und generell immer größer dann als alle anderen. Aber die Schuhe sind richtig schön. Ich muss jetzt Hafer auspacken. Hafer und Müsli. Deswegen habe ich das Auto vor den Stall gefahren. Ich muss nachher auch noch die Boxen mästen. Nur ich habe noch gute Sachen an, deswegen will ich das jetzt nicht tun. Ach ja, die Pferde sind übrigens auch schon draußen, wie man sieht. Da habe ich vorhin direkt rausgeschmissen. Nur ich hatte die Kamera nicht mehr mit. Oh nein, 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 nein. Sehr geil, wenn man das Ding da voll raufhaut. Verdammt, schon haben wir viel raus. Gerade das Hafer und Müsli auf dem Auto gepackt und geschüttet. Das Hafer ist kaputt gegangen. Und war das schwer, dass es nicht daneben geht. Ja, läuft. Aber ich habe es geschafft. Und jetzt werde ich erstmal mich darum kümmern, dass die Hunde rauskommen. Bali! Hallo Emma! Und Bali! Da freut sich jemand, dass ich wieder da bin. Eigentlich wollte ich schon lange auf dem Pferd sitzen. Ich glaube, vor einer Stunde wollte ich schon reiten. Aber jetzt ist erst die Sonne rausgekommen. Was ganz positiv ist, denn ich war anders beschäftigt. Ich habe YouTube-Videos bearbeitet und hochgeladen und bin noch dabei. Also, da kommt ordentlich was auf euch zu. Die nächste Zeit. Ich bemühe mich, auch alle 2 Tage einzuhalten und ja, kämpfe, dass die Videos alle richtig geladen werden und auch rechtzeitig hochgeladen werden und so weiter. Also meine Videos kommen generell immer um 18 Uhr online, also die Zeit wisst ihr dann. Und ich versuche zurzeit halt, wie gesagt, alle 2 Tage ein Video hochzuladen. Bisher klappt das auch und ja, ich muss halt nur nochmal durchgucken, ob das alles so stimmt, aber theoretisch passt das alles. Ja. Ich muss auch mal schauen, denn ich habe das Turniervorbereitungsvideo abgedreht. Leider nur zur Hälfte. Also die wichtigsten Sachen habe ich, nur dann hat es am nächsten Tag so geregnet. Da fehlen halt noch 2, 3 Kleinigkeiten, was super nervig ist. Und ich brauche den Hänger dafür vorgehakt mit dem Auto. Ja, ich weiß nicht, entweder mache ich das erst am Wochenende, da habe ich nämlich wirklich wieder Turnier. Oder ich hake den heute schnell an und mache das schnell und ja.
Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ich gehe jetzt auf alle Fälle reiten, denn ich freue mich schon darauf, Dodo zu reiten und Cisco sowieso. Mit Cisco mache ich, glaube ich, ein bisschen Springgymnastik. Dodo, vielleicht dasselbe? Oder wir reiten ein bisschen Dressur. Ja, auf alle Fälle gehen wir jetzt mal raus und schauen, was die Pferde so machen. Bali hat schon sein Geschirr an. Er kommt gleich an die Schleppleine. Dann kann er ein bisschen draußen entweder schlafen oder toben. Ne? Ich glaube, er schläft eher. So, ich werde jetzt einmal schnell die Boxen misten. Das habe ich gerade schon wieder völlig vergessen, weil ich das immer morgens direkt mache. Wenn die rauskommen, dann misste ich immer direkt. Deswegen habe ich das gerade vergessen. Naja. Und dann reite ich den ersten. Ich glaube, ich reite erst Cisco, mache ein bisschen Springgymnastik und dann reite ich Dodo. Und der wird ein bisschen in der Dressur gequält. Gequält, sage ich, weil er mehr Spaß hat am Springen. Aber er wurde gerade erst gesprungen und deswegen reiten wir heute mal Dressur. Aber ich denke, wir springen morgen. Ja, so sieht's aus und auf geht's. Box ist fertig, da ist auch eine neue Spinneballe drin. Bei Cisco habe ich es jetzt nicht getan, weil es sieht noch sehr, sehr gut aus. Ich habe ein tolles Pferd, ein sauberes Pferd. Ja, und ich werde mir jetzt die Pferde schnappen. Der eine wird in die Box kommen und der andere wird geritten, weil ich halt auch auf der Koppe reite, wo die gerade grasen und dann ist es blöd, wenn der andere draußen bleibt. Ja, Bali auch mit unterwegs. Im Geschirr, er bewegt sich im Geschirr. Gerade eben auch getobt. Ja, aber glücklich ist er damit nicht. Aber muss er lernen. So, Cisco ist fertig. Wir haben die Equiline-Schabracke drauf. Und Viridus-Gamaschen und hinten Eskadron. Ne? Bist du schick gemacht? Ich habe auch nicht mehr so viel Akku. Ich muss mal gucken, was ich filmen kann. Weil ich bei Dodo auch noch ein bisschen filmen möchte. Ja, ich muss nachher dringend die Kamera laden. Listen. Fertig. Cisco war ganz gut drauf. Wir haben nur ein bisschen Gymnastik gemacht und da versuche ich halt immer möglichst so Dinge zu machen, die sonst nicht passieren. Mal zu dicht dran, mal zu groß ab, mal eine ganz komische Wendung nehmen und mal den Sprung etwas schräg anreiten, sodass wir uns ein bisschen abhärten und auf alle Situationen gefasst sind. Ja, der kleine Spatz darf jetzt in die Box und der andere wird schon ungeduldig und möchte unbedingt geritten werden. Dodo ist keine schöne Ansicht. Dodo ist jetzt auch fertig. Ich habe von meiner Schwester die eine Schabracke genommen. Und wir werden Dressur reiten, wie man sieht. Ein Dressursattel ist drauf. Alles gut. Und los geht's. Thank you.
auch ordentlich was getan. Armes Ding. Dodo ist jetzt auch fertig. Glücklich und zufrieden. Nein, nicht scheuern. Sabbert er mich an. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn vielleicht sogar ein bisschen eng hatte vom Gefühl her. Er ist halt super leicht in der Anlehnung. Man kann ihn halt richtig eng machen, weil er sich halt auch so anbietet. Und das will ich ja gar nicht. Das ist ja, man will ja genau das Gegenteil, dass er schön locker und sich nicht zu eng macht. Aber er ist halt so ein Typ Pferd, wo man, wenn man Hilfen gibt, dass er sich immer mehr anbietet. Und dann muss man ihn wieder nach vorne kriegen. Ich glaube, das ging, aber ich muss mir mal das anschauen. Ich halte ihn ja auch wirklich sehr selten. Deswegen muss ich mal schauen, ne? Aber er war ganz gut drauf. Und darf jetzt in die Box. Und ich feg dann hier das ganze Geputzte mal weg. Ich war gleich mit meiner kleinen Cousine ins Schwimmbad. Ich hole sie in einer Stunde ab. In zwei Stunden, glaube ich, soll ich bei ihr sein. Oder fahren wir weiter ins Schwimmbad? Ich war so lange nicht mehr im Schwimmbad. Also eigentlich würde ich auch lieber irgendwie an den See oder so. Aber bei dem Wetter hier, das kann man völlig vergessen. Ich glaube, ich war dieses Jahr einmal bei uns im Pool. Und am See war ich gar nicht. Und das ist voll schade. Eigentlich bin ich da super gerne. Aber ich bin nicht der größte Fan von Schwimmen. Also Schwimmen mag ich noch, aber Tauchen ist für mich der Tod. Ich habe echt ein bisschen Panik vor Wasser. Ich mag das nicht. Das ist so Tauchen, komme ich nicht mit klar. Obwohl mir das eigentlich so Spaß bringt, aber ich mag das nicht. ich bin mal gespannt. Ich habe auch nur mein Seepferdchen damals gemacht. Mehr habe ich nicht gemacht. Ja, aber ich will auf alle Fälle nochmal Bronze machen. Das steht fest auf meinem Plan. Nur mir fehlt meistens die Zeit dafür. Und die Baderegeln kenne ich halt nicht auswendig. Das müsste ich dann nochmal lernen und dann losfahren und dann das machen. Aber eigentlich wollte ich das in den Ferien machen, ist mir mal aufgefallen. Nur ich war bisher noch gar nicht im Schwimmbad wieder. Ja, ich packe jetzt mal meine Sachen dafür und suche mal alles zusammen. Und dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Aber die Pferde müssen dann auch bald schon wieder gefüttert werden. Das heißt, Sachen packen, Pferde füttern und ja, dann geht's auch bald los. Ich habe gerade zwei Pakete bekommen und packe die mal schnell aus, denn die könnten auch interessant für euch sein. Nummer 1 ist von dieser Marke hier und zwar so eine Reitleggings. Und ich finde die so schön. Dann habe ich ein Sportset von Nubian zugeschickt bekommen. Leider wurde die Maske etwas zerdrückt, deshalb ist es etwas ausgelaufen. Das werde ich aber einmal waschen und dann sieht das wieder besser aus. Und zu der Maske werde ich auch noch ein Video drehen. Die Hälfte raus, du Trottel. Musst ordentlich fressen. Ich habe jetzt die Pferde gefüttert, bin noch mit den Hunden draußen und werde dann auch gleich losfahren. Ich freue mich drauf. Bin kaum überbelichtet oder so. Jetzt legt sich das. Oh, wo bist du? Bali! Hallo Emma, wenigstens bist du da. Wo ist der? Da! Da, meine beiden Hunde. Ach Emma, was machst du denn? Was machst du, mein Schatz? Okay, ab geht's. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wie ich das mache mit Füttern. Also die Pferde fütter ich auf alle Fälle später. Und Badi werde ich, glaube ich, jetzt schon füttern. Nur wie machen wir das mit Emma? Ich glaube, sie bekommt jetzt auch schon was. Und am Spielen. Ich weiß nicht, was mit Emma los ist. Auf alle Fälle hat sie heute richtig Lust zu spielen. Und Bali will nicht mit ihr spielen. Er ist einfach so kaputt vom ganzen Turm. Also die haben vorhin die ganze Zeit auf der Koppel gespielt.
Und er ist einfach so kaputt vom ganzen Laufen vorhin. Und jetzt, er möchte eigentlich nur noch schlafen und Emmas ganze Zeit, wollen wir nicht spielen? Wollen wir nicht spielen? Also, Emma wird gerade warm mit ihm. Das war am Anfang, also die haben sich verstanden, aber so die richtige Liebe ist noch nicht so da. Aber es wird jetzt besser. Weil Emma liebt eigentlich alle möglichen Tiere, Hunde, Katzen. Sie ist immer so ein lieber Hund und möchte eigentlich nur kuscheln, aber sie kriegt auch ganz schnell Angst. Und hat Angst vor Buddy. Aber jetzt nicht mehr. Was machst du da? Mein Oberteil klettern? Er ist so müde, er hat so viel getobt heute. Das ist doch schön, dann schläfst du nachher gut. Dir fallen ja jetzt schon die Augen zu. So, ich habe jetzt meine Tasche gepackt. Und jetzt geht's los. Ich bin schon wieder umgezogen und werde jetzt ins Auto springen und losfahren zum Schwimmen. So, ich habe mir noch einen schönen Abend mit meiner Cousine gemacht. Wir haben noch einen Film geguckt, so einen Mädelsabend gemacht. Und ja, ich habe sie jetzt noch nach Hause gefahren und habe alle Tiere ins Bett gebracht. Und nun werde ich mich selber bett fertig machen und ins Bett hüpfen, denn ich bin super, super müde. Und werde morgen dann auch ausschlafen. Also ich muss ja trotzdem rechtzeitig hoch und die Pferde machen, aber ich finde, 9 Uhr klingt schon verdammt gut. Also, ja. Ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns bei meinem nächsten Vlog.